Ja, ich freue mich auf ein Gespräch mit Matthias van Randenborg. Er ist Geschäftsführer und CEO von RP Crest GmbH. Das ist, glaube ich, eine GmbH. Sie haben heute schon einen Vortrag gehalten hier auf der Alternative Investor Konferenz 2018 und haben ein spannendes Thema vorgestellt. Aber bevor wir in das Thema einsteigen, das sehen wir vielleicht kurz nochmal und unseren Zuschauern sich und Ihre Firma kurz vorstellen. Ja, RP Crest ist eine Asset Management Boutique. Wir sitzen in München, 13 Mitarbeiter. Ich glaube, was uns besonders macht, ist zweierlei. Nummer eins, das Thema, was wir versuchen zu bewirtschaften, Volatilitätsrisikoprämien. Das ist nichts anderes als letztlich die Prämie, die man am Kapitalmarkt verdienen kann für die Bereitstellung einer Versicherungsdienstleistung. Und dabei belassen wir es jetzt auch mal. Das, was uns allerdings, glaube ich, besonders macht und vielleicht auch ein bisschen vertrauenswürdiger als viele anderen, ist die Art und Weise, wie wir uns aufgestellt haben. Wir managen ein einziges Produkt. Das ist der RP Gamma Fonds, das ist ein Publikumfonds, wir machen keine Spezialfonds, haben keine andere Ertragsquelle. Dieser Fonds ist ein durchaus riskantes Modell, aber die Art und Weise, wie wir sozusagen Interessenskongruenz hergestellt haben, und das ist ein sehr wichtiges Thema im Kontext Volatilitätsrisikoprämienmanagement, ist besonders. Wir haben uns dazu verpflichtet, eben nur dieses eine Produkt zu managen, das heißt, unser gesamtes Schicksal ist mit diesem Produkt verknüpft. Und sind dazu verpflichtet, ungefähr die Hälfte der Gewinne, die aus dieser Tätigkeit sozusagen resultieren, egal ob sie an Mitarbeitern oder Gesellschaftern gehen, mit einem Mindesthebel von 2 in unseren eigenen Produkt für 3 bis 10 Jahre co-investiert zu halten. Das machen wir nicht, weil wir das nur toll finden, das machen wir, weil wir sicherstellen wollen, dass wir selber überproportional den Risiken ausgesetzt sind, in denen wir unsere Kunden sozusagen reinstellen. Weil das führt dazu, dass sie tatsächlich effektiv Shortfall-Risikomanagement, also wirklich in Extremstmarktsituationen dafür sorgen, dass das Risikoprofil des Fonds nicht unerträglich wird. Das heißt, eine ganz eigene Unternehmenskultur, das heißt, wer bei Ihnen arbeitet oder Sie selber oder die Geschäftsführung, ist involviert und investiert, weil Sie auch so überzeugt sind von diesem Managementansatz. Sie haben ja einen Vortrag gehalten genau über diese Volatilitätsrisikoprämien, ein sehr kompliziertes Thema. Und auf Ihrer Webseite findet man auch den Hinweis, dass diese Risikoprämien, die Volatilitätsrisikoprämien, eine alternative Anlageklasse sein können. Das erklären Sie uns jetzt aber mal. Also ich finde das super spannend, was ist eine alternative Anlageklasse? Ich würde es mal so sagen, über Volatilitätsrisikoprämien können Sie sich eine Exposure zu einem sehr traditionellen Risiko erschließen. Allerdings in einer alternativen Art und Weise. Und diese alternative Art und Weise beinhaltet im Wesentlichen 2 wichtige Aspekte. Nummer 1, ja, Sie sind Versicherungsgeber für diejenigen, die ein Aktienrisiko zum Beispiel tragen. Dann reden wir über die Volatilitätsrisikoprämie des Aktienmarktes. Als Versicherungsgeber tragen Sie das Risiko dieses Basiswerts Aktie, aber eigentlich erst in den Extremszenarien, also dann, wenn die Aktien am Purzeln sind. Deswegen, ja, Volatilitätsrisikoprämie, Sie haben ein Exposure zur Aktie. Was unterscheidet Sie aber zu einem traditionellen Aktienengagement, also sprich den Kauf eines Aktienportfolios? Sie erbringen diese Risikoträgertätigkeit, ohne Liquidität einen Dritten zur Verfügung zu stellen. Das heißt, Sie stellen kein Kapital einen Dritten zur Verfügung. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil, ohne jetzt in die Details einzugehen, wir können zeigen, dass in etwa 80-90% der Marktschwankungen, die wir langfristig an den Börsen erleben, nicht auf die Veränderung des Sicherheitsniveaus zurückzuführen sind, sondern auf die am Kapitalmarkt vorherrschende Liquiditätsbereitstellung. Also wie viel Geld gibt es, welches einen Hafen sucht? Volatilitätsrisikoprämien können kein Kapital binden. Und weil sie kein Kapital binden können, unterliegen sie nicht der Schwierigkeit, dass man einen Vermögenswert bewerten muss. Wenn ich noch ein bisschen ausholen darf, wenn Sie eine Aktie kaufen, haben Sie einen Dividendenstrom. Ja, der Barwert der Aktie, also der Wert der Aktie, zu dem gehandelt wird, setzt sich zusammen aus der Summe dieser Dividenden, abdiskontiert durch irgendwelchen Abdiskontierungsfaktoren. Sowohl die Dividenden als auch die Abdiskontierungsfaktoren sind ja unsicher. Und immer dann, vor allem wenn die Abdiskontierungsfaktoren sich stark verändern, entstehen große Bewertungsfälle. Zurzeit sind sie winzig klein, deswegen sind die Aktien sehr viel wert. Ab dem Moment, wo sie wieder steigen, werden die Aktien auch wieder ein bisschen an Wert verlieren. Von dem Thema sind wir entkoppelt. Das ist der Grund, weshalb wir von einer Absolute Return-basierten Allokation zu Aktien sprechen, wenn man diese Exposure zu Aktien über Volatilitätsrisikoprämien implementiert. Das scheint, also ich kann es nachvollziehen, aber es scheint auch kostenintensiv zu sein, die Strategie, weil Sie ja
auch viele Umsätze tätigen müssen, um eben diese Konstruktion zu gestalten. Steht der Ertrag in Relation, in einem guten, gesunden Verhältnis zum Kosteneinsatz? Super spannende Frage, ehrlich gesagt. Die haben mir bis heute ganz wenige Leute gestellt. Aber tatsächlich steht das Thema Kostenmanagement im Zentrum einer jeden volatilitätsrisikoprämiebasierten Strategie, weil sie zwangsläufig sehr viel Handelsaktivität haben werden. Sie müssen erstens immer wieder Optionen verkaufen. In unserem Fall sind das eher kurzfristige Optionen. Das hat einen Grund. Und gleichzeitig machen sie sehr viele Hedge-Transaktionen. Also sie versuchen sozusagen nicht viel Delta-Risiko zu tragen, das sich aus diesen Optionsportfolien erstellt. Das heißt, sie müssen immer wieder handeln. Ich würde mal sagen, wir gehören wahrscheinlich zu den handelsintensivsten Publikumfonds, die es in Deutschland und wahrscheinlich kann man auch über Europa sprechen, existieren. Deswegen ist Kostenmanagement wahnsinnig wichtig. Die originäre Volatilitätsrisikoprämienmanager sind die Banken. Die Investmentbanken, die typischerweise ja auch Liquiditätsbereitstellungsfunktionen erbringen als Market Maker für Derivate. Und ganz klar haben die Banken das beste Kostenkorsett für das Management eines solchen Produkts. Aber nirgendwo haben sie größere Interessenskonflikte als innerhalb von einer Bank. Ich würde jedem davor abraten, solche Themen mit einer Bank zu implementieren. Das heißt, unsere Aufgabe, und das ist unsere Challenge als AP Crest, und deswegen managen wir nur einen Fonds, wir versuchen mit das Volumen, das wir da stemmen, sind inzwischen 700 Millionen, kontinuierlich auch unsere Handelskosten zu senken. Das beinhaltet algorithmische Handlungsfähigkeit, das beinhaltet vielleicht selber als Market Maker aufzutreten. Das heißt, nicht immer auf der Bid-Seite zu verkaufen, sondern idealerweise dann verkaufen, wenn jemand anders sucht. Das heißt, dann kommen Sie auf die Offer-Seite des Optionsmarkts und so fort und so weiter. Also, wenn Sie nach innen blicken bei AP Crest, ist Kostenmanagement im weitesten Sinne die Hälfte unserer Beschäftigung. Sie haben hier vor allen Dingen institutionelle Investoren in der Zuhörerschaft gehabt. Sie haben ihren Vortrag ja schon gehalten. Wie kommt das Thema da an? Das ist ja doch sehr anspruchsvoll. Das ist nicht Tagesgeschäft für den einen oder anderen Anlagemanager. Man muss schon sehr viel Wissen mitbringen. Wie gehen Sie vor, wenn Sie jemanden begeistern von der Idee? Es ist ein wahnsinnig anspruchsvoller Prozess, weil wenn Sie mal überlegen, was Kapitalanleger typischerweise machen. Ich habe es gerade gesagt, ich betone Kapitalanleger. Wir definieren Anlageklassen auf dieser Welt über die Kapitalanlagetätigkeit. In unterschiedlichen Themen wird Kapital bereitgestellt, das heißt Liquidität zur Verfügung gestellt, mit der ein anderer arbeitet und dieses Arbeiten ist unsicher, deswegen trägt man dadurch ein Risiko. Aber Assets werden definiert über die Kapitalbereitstellungstätigkeit. Volatilitätsrisikoprämien erbringen keine Kapitalbereitstellung. Das heißt, sie sind eigentlich für uns institutionelle Anleger doch per se schon mal ein schräger Vogel. Und den Weg, den sie gehen müssen, um jemanden so weit zu bringen, gerade jemand, der jetzt nicht aus dem Investmentbanking kommt, der mit diesen Themen nicht vertraut ist, und sorry, die meisten Pensionskassen, Versorgungswerke kommen aus einer ganz anderen Schule, da ist das ein langer Ausbildungsweg, den sie begleiten müssen, bis das Vertrauen da ist, A, zu der Person, aber B, auch zu dem Thema. Und die Fähigkeiten, das ist ganz schwer, wenn Sie das Produkt einem Menschen verkauft haben, also er davon überzeugt wurde, dass das eine gute Lösung ist, er muss es ja auch weiter transportieren. Jede Pension hat ein Aufsichtsgremium und in dem Gremium sitzen Leute, die noch mal weiter weg von der ganzen Thematik sind. Und das ist auch das, was wir AP Crest machen. Wir haben keinen Sales. Es gibt keinen Vertrieb bei uns. Ich bin der Einzige, der Kundenbetreuung macht. Die anderen 12 Mitarbeiter sind alle auf der inhaltlichen Ebene unterwegs. Was wir aber tun, ist, wir versuchen auszubilden. Wir versuchen sehr transparent die Vorzüge, aber auch die Nachteile dieser Anlageklasse zu präsentieren, weil das ist ganz wichtig. Sie müssen vor allen Dingen Ihre Investoren darauf vorbereiten, über was für Probleme Sie auch mit dieser Anlageklasse haben werden. Sie produziert manchmal riesengroße Verluste relativ zu der kurzfristig beobachteten Ertragsentwicklung. Und darauf muss der Investor vorbereitet sein. Wenn er das nicht ist, geht er Ihnen raus, er verliert das Vertrauen. Und deswegen stellen wir das auch in den Vordergrund. Wir nennen unseren Anlageprozess Shortfall risikoreduzierte Partizipation an der Volatilitätsrisikoprämie. Das würde jetzt sehr den Rahmen dieses Interviews bestimmt sprengen, zu erklären, was wir in diesem Shortfall-Risikomanagement machen. Aber ich glaube, das ist tatsächlich auch ein bisschen unser USP. Sie haben eine wunderschöne Website und da haben Sie auch eine ganz interessante Domain. Das dürfen Sie kurz noch werblich vorstellen. Naja, ist ganz lustig. Ja, ich nehme an, Sie meinen das notbullishnotbearish.com. Wir machen Werbung zurzeit für die Anlageklasse und weniger für uns. Und ich finde, Volatilitätsrisikoprämien, irgendwann
in irgendeinem Vortrag habe ich mal eine Analogie aufgebaut und habe gemeint, es gibt den Bullen, der Bulle spekuliert auf steigende Aktien. Es gibt den Bären, der Bär spekuliert auf sinkende Aktien. Und ganz ehrlich, ich würde gerne ein weiteres Tierchen in diesem Börsenjargon etablieren, nämlich das Huhn, was jeden Tag ein Ei legt. Niemals zwei, manchmal keins. Also sprich ein Ei als Ertrag, ein Ei symbolisch für die Produktivität eines Huhns. Wenn man sich damit vergnügen kann, nur ein Ei pro Tag zu ernten, dann ist die Volatilitätsrisikoprämie vielleicht eine interessante Alternative. Sie werden nie die Schrittweite eines Bullen erreichen und Sie werden nie die Präsenz und die Macht eines Bären erleben, aber Sie werden kontinuierlich beständige Erträge haben. Dieses Ei steht symbolisch für den Zeitwertverfall von Optionen. Und wir versuchen in dieser Art und Weise, ja, was versuchen wir damit? Ich sage mal, das Thema Volatilitätsrisikoprämie vielleicht ein bisschen emotionaler zu prägen, vielleicht irgendwo in diesem Kontext zu ordnen. Wir sind alle am Kapitalmarkt ständig damit beschäftigt, zu versuchen zu prognostizieren, wohin der Markt geht. Und das schaffen wir ja eh alle nicht. Das heißt, gibt es eine Alternative? Und die Alternative ist die Volatilitätsrisikoprämie, weil das Bulle und der Bär, der lebt von wachsender Liquiditätsmenge, schrumpfender Liquiditätsmenge. Anders gesprochen, der Bulle und der Bär, der lebt von Debt-Leverage-Zyklus, der am Expandieren ist, dann steigen die Aktien oder wenn Leverage zurückgefahren wird, dann sinken die Aktien. Leverage ist für uns von keiner großen Bedeutung. Wir sind dann nur unmittelbar von betroffen.